Hallihallo, hier ist Monika von Stempelpunkt aus Krefeld. Heute geht es wieder um meine monatliche Charity-Aktion, bei der ihr Karten einschickt für einen guten Zweck. Die Karten kommen STUBS zugute, das ist ein stationäres und ambulantes Kinder- und Jugendhospiz für schwer kranke und behinderte Kinder in Krefeld. Und ihr wart wieder sehr fleißig und habt mir viele Karten zugeschickt. Die Vorlage war diese, ein Sketch. Das war meine Vorgabe. Die kommt auch mit in den Topf, die Karte. Und nun zeige ich mal, was ihr so geschickt habt. Da haben wir zunächst zwei Karten von der Gloria. Sie konnte sich nicht entscheiden, deshalb hat sie gleich zwei geschickt. Die erste Karte ist eine Fanfold-Karte. Die sieht dann so aus. Und der Sketch ist durch einen Stempelabdruck erfüllt. Sie hat verwendet Farbkarton Wilder Weizen, Designerpapier Gänseblümchentraum, das Stempelset mit Liebe gestempelt, Stempelkissen Espresso und dann noch runde Akzente in Incolor-Farben. Also ganz toll und das ist ja schon eine ganz raffinierte Technik. Zweite Karte ist eine Standardkarte, so hat sie sie beschrieben, mit Farbkarton in Savanne und Espresso. Ach, hier innen auch nochmal. Dekoriert sehr hübsch. Vielen Dank, Gloria. Dann haben wir eine wunderschöne Karte von der Ilona im Vintage Look. Hier auch so ein bisschen used gemacht und sie hat verwendet die Farben Malve und Blütenrosa für Farbkarton und auch die Stempelkissen. Dann wurde hier noch embossed und das Stempelset Naturbotschaften kam zum Einsatz. Das finde ich also auch ganz wunderschön. Sehr gelungen. Und dann hat sie noch mit Farbkarton in Weiß gearbeitet und mit dem Blending-Pinsel bearbeitet. Also, sehr schön, Ilona. Gefällt mir unheimlich gut. Vielen Dank dafür. Dann habe ich eine Karte von der Sigrun. Auch gleich mit Umschlag. Das hilft mir immer sehr. Ist ja vielleicht auch ein bisschen größer als normal. Oder? Nee, wahrscheinlich doch normal. Ja, also sie hat gearbeitet mit Farbkarton in Sommerbeere, Stanzform bezaubernde Botschaften. Das ist also diese Form. Die kann man auch immer wieder verwenden. Sowas ist immer sehr nützlich. Und dann hat sie noch geschrieben, Welcoming Woods und Herbstanfang. Designerpapier ist perfekt passende Blumen. Also hier hinten sind dann die Bäume aufgestempelt und der Farbkarton ist wohl auch noch geprägt. Also unheimlich schön. Sketch voll erfüllt. Vielen Dank dafür. Die vierte Karte kommt von der Melanie. Sie hat verwendet das Stempelset Magnoliengroß. Das fand ich also auch immer ganz toll. Und das passende Designerpapier. Also wirklich wunderschön. Mit dem 3D-Effekt. Super schön. Vielen Dank dafür. Und eine Karte habe ich noch von der Nicole. Sie hat verwendet eine ältere Prägeform von Stamping Up. Die habe ich auch. Mit diesen Kreisen. Und dann hat sie hier mit Designerpapier diese Rechtecke aufgeklebt. Und vorne noch ein Groß. Auch ganz toll. Vielen Dank, Nicole. Also ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen schönen Einsendungen. Und es gibt wieder eine neue Aufgabe für den Monat Februar. Das ist ein Bingo. Da haben wir einmal
Embossing, besondere Kartenform, Designerpapier, Blumen, Geburtstag, Schmucksteine. Hier kann man selbst entscheiden, habe ich mal freigelassen. In-Colors von Stamping Up oder wenn man die nicht hat, dann ähnliche vielleicht. Und Standsteile. Meine Vorlage findet man auch im Mini-Katalog von Stamping Up. Habe ich mal nachgearbeitet. Und ich habe diese Reihe genommen. Blumen, Geburtstag und Schmucksteine. Hier sind die Blumen, Geburtstag und die Schmucksteine haben wir auch. So, nun seid ihr dran. Ich bin gespannt auf eure Ansendung. Also ich finde die Aktion wirklich schön, sehr spannend und ich freue mich über jede Karte, die hier ankommt und dem guten Zweck zugutekommt. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!